Willkommen auf der Mobile World Congress 2013 mit dem brandneuen Samsung Series 7 Ultra. Der Ultra wurde noch nicht auf der CS gezeigt, aber wir haben jetzt endlich Touch verbaut, Full HD Display und eine schöne HD Grafik, trotzdem einem sehr schönen dünnen Design und hochwertigen Design. Vor allem, dass natürlich mit deinem Apple MacBook Pro zusammen Spiel die Konkurrenz aufnehmen könnte. Wir haben eine wunderschöne Tastatur, die auch beleuchtet sein kann, hier verbaut bei den Series 7 Ultra. JBL Sound, was den Ton angeht, natürlich die Lautsprecher. Die Auswahl zwischen i7, i5 und vielleicht auch sogar ein i3-Prozessor, wo ich mir da nicht sicher bin, denn das hier eher zum High-End-Gerät gehört. Wir haben hier eine Kamera drin verbaut, zwei Mikrofone und ansonsten hier ein wunderschönes Touchscreen hier, mit dem man hier sehr gut natürlich Windows 8 bedienen kann. Schauen wir uns noch ein bisschen weiter die Hardware an, wenn wir es zuklappen, seht ihr auch von außen eine wunderschöne Alu-Optik hier. Auf dieser Seite haben wir einen SD-Kartenleser, zwei USB-Anschlüsse und Kensington-Lock. Ansonsten haben wir auf der anderen Seite hier noch entsprechend einen USB 3.0 Anschluss, HDMI Netzwerk, ein Display Ausgang mit Adapter, denke ich mir mal, oder das ein bisschen größer als Mikro HDMI, also denke mal mit Adapter einfach und Kopfhörer und Mikro in einem. Andere Seite könnt ihr sehen, wir können leider nicht den Akku austauschen, RAM oder ähnliches, aber ansonsten ein schickes Gerät. Und wenn ich es jetzt wieder ganz normal hinstelle, seht ihr gleich, dass wirklich mit einer Hand nicht so einfach zu aufmachen ist leider. Vielleicht kommt das dann bei der fertigen Modell sogar etwas wirklich schwer, also mit einer Hand nicht ganz einfach, und das Display kann man auch nicht ganz weit nach hinten klappen, wie es mir vielleicht wünschen würde oder ist beim Series 9 zum Beispiel der Fall ist, aber ansonsten haben wir hier wirklich ein sehr schickes Modell, das hier wirklich wunderbar für alles geeignet ist. Ich kann auch mal kurz die Kamera anmachen, damit wir die Webcam-Qualität anschauen können. Aber anscheinend brauche ich eine Permission, um die Kamera zu benutzen. Ich bin anscheinend kein Administrator oder ähnliches, also kann ich euch leider jetzt nicht die Kamera demonstrieren. Aber ansonsten haben wir wirklich ein sehr schönes Gerät hier auf der Mobile World Congress. Das ist der neue Samsung Series 7 Ultra hier am Samsung-Stand. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.